Aus ökonomischer Sicht stellen sich ja viele die Frage, ist das Glas eigentlich eher halb voll oder ist es eher halb leer? Dass es 2019 noch halb voll gewesen ist und dass es wahrscheinlich auch 2020 halb voll bleibt, liegt vor allen Dingen an den USA, denn die Wachstumsdynamik in den Vereinigten Staaten war im vergangenen Jahr noch vergleichsweise hoch. Wir haben also ein Wirtschaftswachstum von 2,3% erzielt, das vornehmlich darauf zurückzuführen ist, dass der amerikanische Konsument in einer sich sehr, sehr soliden Verfassung befindet. Die ganzen Unsicherheiten, die wir vom Handel ausstrahlend sehen, die beschäftigen auch die amerikanische Wirtschaft. Man sieht es, die Exporte entwickeln sich nicht mehr so positiv, die Industrieproduktion sinkt. Aber diese beiden Faktoren spielen für die amerikanische Wirtschaft eine eher untergeordnete Rolle. Das wird auch 2020 so bleiben und entscheidend wird sein, wie sich der Arbeitsmarkt weiterentwickeln wird. Bleibt die Arbeitslosigkeit so niedrig, wie es im Moment der Fall ist und wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass sich hieran kurzfristig etwas verändern wird, dann wird der Konsum und der amerikanische Verbraucher weiterhin der Wachstumsmotor sein, der die US-Wirtschaft am Laufen halten wird, auch wenn insgesamt in den USA das Wirtschaftswachstum nächstes Jahr auf etwas unter 2% zurückgehen wird. Die Wirtschaft in der Eurozone ist 2019 nur noch um etwas mehr als 1% gewachsen. Das war deutlich weniger, als es noch 2018 der Fall gewesen ist. Und das hat damit etwas zu tun, dass in Europa viele Länder abhängig sind vom Außenhandel und von der Industrie. Und das sind genau die beiden Bereiche, die sich 2019 am stärksten negativ vom Handelsstreit betroffen gesehen haben. Insofern kann man sagen, dass die wirtschaftliche Struktur in der Eurozone in vielen Ländern eben dazu beigetragen hat, dass wir ein deutlich geringeres Wachstum gesehen haben. Wir stellen auch fest, dass es innerhalb der Eurozone eine Veränderung, ich sag mal, an der Tabellenspitze gegeben hat, wer zum Wachstum beiträgt und wer eher, ich sag mal, ans Tabellenende gerutscht ist, wer wenig Wachstum bringt. An der Spitze ist mittlerweile von den großen Volkswirtschaften Frankreich gerückt. Und das hat etwas damit zu tun, dass die französische Wirtschaft sehr stark vom Dienstleistungssektor beeinflusst wird und sehr stark vom privaten Verbrauch, weniger dagegen von den Exporten. Ans Tabellenende in der Eurozone ist dagegen eigentlich sehr überraschend Deutschland gerutscht, nachdem wir ja jahrelang hier doch sehr erkleckliche und gute Wachstumsraten gehabt haben. Die deutsche Wirtschaft litt auch 2019 unter dem Handelsstreit. Unsere Exporte sind kaum noch gewachsen. Die Industrieproduktion ist in diesem Jahr massiv zurückgegangen. Dort zeigt sich der Einfluss des Handelsstreits sehr, sehr deutlich. Wir haben eine Wachstumsrate, die noch gerade im positiven Bereich ist. Eine sogenannte technische Rezession, also zwei Quartale in Folge mit einer negativen Wirtschaftsentwicklung, konnten wir gerade eben vermeiden. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir tatsächlich auch schon grünes Licht geben können, dass 2020 alles besser werden wird. Auch für die deutsche Wirtschaft kommt es darauf an, was passiert mit dem Konflikt USA-China. Und es kommt darauf an, wie sich der Arbeitsmarkt in Deutschland entwickeln wird. Wir gehen davon aus, dass die Exporte und die Investitionen, also alles, was von der Unternehmensseite kommen wird, auch 2020 nicht sehr stark wachsen wird. Die Exporte werden um gut 1% zulegen. Bei den Investitionen ist das Plus auch nur sehr, sehr verhalten, das wir erwarten. Besser und deswegen ein etwas stärkeres Wachstum als im Jahr 2019 wird das Jahr 2020 aufgrund statistischer Effekte ausfallen. Das heißt, wir haben mehr Arbeitstage, als es 2019 der Fall gewesen ist. Und das führt dazu, dass wir im nächsten Jahr fast eine Verdopplung des Wirtschaftswachstums sehen werden. Aber man muss ganz klar sagen, das ist ein statistischer Effekt. Wenn man den bereinigen würde, was international eigentlich üblich ist, dann wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland mit 0,5, 0,6% nicht viel stärker ausfallen, als es in diesem Jahr gewesen ist.